Ja, und damit ein herzliches guten Abend, liebe Freunde, zum lang ersehnten Kampf der Chaoten. Ich kann es kaum glauben, dass ich das tatsächlich mal live sagen darf. Wunderschön, herzlichen guten Abend. Und ich war eben schon ein bisschen geflasht, bevor es losgegangen ist. Es geht ja schon direkt hier los. Ich lese die Liste hier, ich brauche die gar nicht vorlesen. Aber vielen Dank, vielen Dank an diese ganzen Gifted Subs. Was ist denn mit euch, sag mal, Leute? Und natürlich auch ein herzliches Willkommen an unsere heutigen Gäste. Wir haben einmal... Meine Maus ist weg. Ja, der ist schon reingequatscht. Was? Deine Maus ist weg? Was? Was ist das denn? Das ist dein erster Satz heute Abend? Meine Maus ist weg. Ja, Mann, ich such die. Ja, okay. Vincent sucht noch seine Maus. Dann haben wir noch... Das ist so typisch, ne? Ja. Wenn er gleich sein Internet nicht ausmacht, dann haben wir alle Glück. Oh, ach Leute. Hier, Wissi Lidom, ist das richtig? Vielen Dank für deinen Gift-Sub. Spaxel, du mit 10, du musstest ja natürlich auch erstmal wieder raushauen, ne? Vielen Dank dir auch natürlich. Case auch für deine 5 und noch für deinen Resub, 15 Monate. Und natürlich auch hier Christian Schnader, 84. May, danke auch nochmal dir für beides. Du hast ja nochmal gegiftet. Das war aber jetzt nicht wegen Werbung, oder? Nee, weil die sind jetzt Mods und die müssen hier sein. Wenn Werbung kommt, dann muss das jetzt so sein. Ajo. Weil May hat nämlich vorhin noch abonniert, weil sie Werbung hatte. Das war die Begründung. Vielen Dank trotzdem. Richtig, Dank trotzdem. Und natürlich auch alle vielen Dank für die Follows. Ja, natürlich. Das war doch mein Plan. Ich wollte damit hier einfach Kohle scheffeln mit dem Scheiß. So. Der Hintergrund. 3 Jahre müssen sich ja rentieren. Das ist ja Feldi natürlich auch wieder am Start. Guten Abend. Sag nochmal was. Du hast jetzt noch gar nichts gesagt. Heute Abend ist deine Maus auch da? Meine Maus ist da. Perfekt. Und ich bin auch eine Maus. Hallo. Du bist auch eine Maus. Okay, und Andi ist natürlich auch wieder mit. Wieder mit dabei vor allem. Genau, wieder. Keyboard. Ja, auf jeden Fall. Du hast ein schnelles Keyboard. Oh, vielleicht. Das ist aber dope, ey. Vielleicht ist das noch relevant heute Abend tatsächlich. Vielleicht ist das noch relevant. Digga. Das kann gut sein, weil ich möchte jetzt zu Beginn dieses Spiels erstmal nochmal darüber reden, wer eigentlich die Chaoten sind. Weil die Chaoten sind nämlich gar nicht die 4, die wir hier sehen. Diese 4 in diesem Kamerapanel sind gar nicht die Chaoten. Die Chaoten sind nämlich die, die gerade schreiben. Und vielen Dank für Hype Trap Level 4. Case, was ist denn da los? 5 Subs nochmal gegiftet, vielen Dank. Alter Finne, jetzt geht's aber ab hier. Die Chaoten seid ihr. Warum seid ihr die Chaoten, liebe Menschen an den Heimschirmen? Das liegt einfach daran, dass dieses Spiel heute Abend gar nicht möglich wäre, wenn ihr nicht da wärt. An euch liegt es nämlich, ob diese 4 hier unten Punkte kriegen. Ich mach mal hier den Chat im Stream an, damit ihr den auch mitsehen könnt. Ihr Punkte kriegt oder nicht. Das heißt also, je nachdem, wie die Zuschauerinnen und Zuschauer gerade Bock haben, erhaltet ihr Punkte, wenn ihr hier etwas gewinnt. Wenn die komplett gegen euch sind, kriegt ihr gar nichts. Oh, ey, jetzt seid mal ein bisschen nett. Ich habe für euch die Musik gemacht, ja? Just saying. Ich habe für euch schöne Musik gemacht. Ne? Ich schleim mich gar nicht ein. Das brauchen wir gar nicht, oder? Ich glaube, das wird heute lustig. Ich habe doch keine Freunde mehr. Also ich glaube, es war schön, euch kennengelernt zu haben, Leute. Ne? Also just saying, ne? Jetzt stellt euch mal nicht so an, so schlimm ist es nicht. Also ich. Ach so. Ich möchte kurz sagen, was ich damit meine. Es läuft nämlich so ab. Bis auf 2 Spiele heute Abend. Wir haben insgesamt 7 Spiele heute Abend, die alle verschiedenster Natur sind. Sie wechseln tatsächlich auch ab. Ich habe extra dafür gesorgt, dass die Aufreihung der Spiele so ist, dass es ein Spiel ist, wo man ein bisschen nachdenken muss, dann wieder eins, wo man hängen lassen kann. Dann wieder nachdenken, hängen lassen, nachdenken und so weiter und so fort. Bis zum 7. Spiel. Kann? Ja, also. Kann ich kann nicht hängen lassen. Ja, weiß ich nicht. Je nach Möglichkeiten der Personen halt. Und wichtig wäre vor allem auch, dass man im Hinterkopf behält, dass jedes Spiel separiert bepunktet wird. Das heißt also, wir fangen bei jedem Startspiel wieder bei 0 an, aber natürlich gibt es eine Summe am Ende. Das heißt also, ihr habt am Ende die Möglichkeit, je nachdem wie viele in den jeweiligen Spielen geholt habt, wer am meisten hat den Abend gewonnen, auch wenn es dafür aktuell zumindest noch in dieser Pilotfolge nichts gibt. Wie funktioniert das jetzt mit dem Voting? Das ist ganz einfach. Wir haben hier 4 Personen. Die haben alle Namen. Selbstverständlich. Und ich sag das dann meistens immer vor den jeweiligen Spielen oder vor den jeweiligen Situationen. Ihr könnt im Chat einfach voten für einen dieser 4. Das heißt also, entweder schreibt ihr, ihr könnt schreiben 1 für Vince, 2 für May, 3 für Feldi oder 4 für Andy. Ihr könnt aber auch diese Namen verwenden. Das funktioniert auch. Ja. Ihr könnt auch die Nutzernamen benutzen. Also reicht schon, wenn ihr das im Chat schreibt. Ihr könnt euch auch noch umentscheiden im Übrigen. Ihr seht dann hier unten einen Timer. Wir können das gerade gerne mal ausprobieren. Ich lasse mal 20 Sekunden Timer laufen und ihr schreibt einfach mal eine der Zahlen oder Namen rein. Macht doch mal bitte gerade. Ihr dürft auch Jon schreiben. Ja, geht auch. Komm, los geht's. May. Ich bin für die May. So. Was für ein Fall. Das müssen wir. Du bist 3.
Ah, okay. Das müssen wir noch ein bisschen üben. Wir schauen mal gerade rein. Das sieht jetzt noch ein bisschen weird aus. Das ist nachher aber im Spiel dann ein bisschen besser zu sehen. Ja? Bedenkt bitte, liebe Leute im Chat, auch den Delay. Das heißt also, ihr könnt auch mehrfach schreiben. Das ist auch in Ordnung, wenn ihr das zwei, dreimal hintereinander... Ihr werdet nicht doppelt gewertet. Das geht pro Nutzer-Account. Ja? Schauen wir mal gerade ganz kurz in den Chat. In den Chat, sag ich schon, ins Voting. An, ja. So sähe das dann aus. Das heißt, das sind die Prozente, die für euch gestimmt wurden. Das sind die Prozente, ja. Insgesamt, manchmal kommt es nicht ganz auf 100. Das ist so, wenn es zum Beispiel ein Drittel ist, dann ist alles 33, ja. Es ist nicht ganz immer 100. Aber folgendes wäre jetzt die Bepunktung. Andi mit 47% würde 43 Punkte kriegen. Was doch? 53. Vince mit 13% würde 87 Punkte kriegen. Warum? Hä? Weil das die Votes aller anderen Mitspieler sind. Das heißt also, Vince hat 13% Votes und kriegt dann dafür die Votes von allen anderen im Panel. Also von May, von Feldi und von Andy. Sprich also, je weniger für dich voten, desto besser. Letzten Endes heißt das, das Voting, das heißt im Endeffekt, das Voting bestimmt, wer am wenigsten Punkte kriegt. Im Prinzip votet ihr im Chat dafür, wer soll keine Punkte bekommen. Das ist im Prinzip die Idee. Let's go! Dann bin ich auch prädestiniert für sowas. Okay, bitte. Haben wir das verstanden? Yeah. Also, nicht prima. Nicht für mich. Nicht für dich. Also, aber Vince, ganz ehrlich. In dem Fall jetzt wäre es gut für dich gewesen, weil du hast 13% gekriegt. Damit hättest du 87 Punkte. Das wäre eine Menge. Ich sag jetzt schon gleich, es gibt Spiele, da gibt es das so und so vielfache dieser Punkte. Es gibt Spiele, da gibt es das so und so viel Anteilfache dieser Punkte. Das variiert immer, das sage ich aber jeweils wir vorher. Wissen das okay? aber nicht, oder sagst du das? Doch, ich sag das vorher immer. Vince muss ein bisschen lauter. Echt, ich hatte ihn vorhin eigentlich leiser gestellt. Ich hatte in Mathe 0 Punkte, by the way. Ja? Ernsthaft? Ja, das, meine Taktik war... Ja, wie bei Spiel des Lebens, genau, so ein bisschen. Aber. Richtig, es ist hier Darken richtig. Das ist genau wie bei Spiel des Lebens. Das ist natürlich fies. Komm. Vince flüstert immer noch, ist immer noch... aber jetzt ist er lauter, oder? Jetzt ist Vince zu hören. Vince, sag mal. Hi, Test 1, 2. Hi, Test... War das besser? Sagt mal gerade, war das besser jetzt? War das besser? Besser, okay, alles klar. Besser. Prima. Voten für den, der verlieren soll. Ganz genau so ist es. Das ist die Idee. Okay. Irgendwie bereue ich jetzt hier zu sein. Ja. Nein, May, so schlimm ist es wirklich nicht. Ich denke mal, wir fangen einfach an, ohne weiter viel zu quasseln. Was? Jetzt Vince, bitte muten. Nein, komm, so weit gehen wir nicht.